right down their throats. 30 seconds to impact. Return fire. Faster. Ready. Es ist nun schon einige Jahre her, dass die Medal of Honor-Reihe das Nonplusultra im Genre der Weltkriegsshooter war. Nach dem Rising Sun Flop wollten die Entwickler von Electronic Arts aber genau das wieder erreichen. Ob's geklappt hat? Zum Glück hat sich mittlerweile einiges getan. So seid ihr diesmal in jeder der 11 Missionen in relativ frei begehbaren Arealen unterwegs, in denen gleich mehrere Aufgaben auf euch warten. In welcher Reihenfolge und ob ihr sie überhaupt angehen wollt, bleibt dabei größtenteils euch selber überlassen. Hier zum Beispiel schalten wir ein brandgefährliches Geschütz im Hafen von Saint-Nazaire aus. Damit haben wir ein Sekundärziel erfüllt und erhalten dafür eines der bitter benötigten Extraleben, eine weitere Neuerung. Die zweite große Innovation im Medal of Honor-Universum ist der Teamfaktor. Statt euch allein durch die europäischen Schlachtfelder zu ballern, habt ihr nun die Kontrolle über drei Mitstreiter. Mit einem einfachen Tastendruck gebt ihr ihnen die Marschrichtung vor, eure Feinde greifen sie völlig selbstständig an. Leider ist diese an sich interessante Idee nicht annähernd so konsequent umgesetzt worden wie im Ubisoft-Konkurrenten Brothers in Arms. Hier ist euer Trupp mehr ein nettes Gimmick. There are only two guards at gate. Dimitri, you move up to the farmhouse. I'll clear the gate for the others. Very well, Comrade Walt. We will meet on the other side. Nach Frankreich und Nordafrika steht natürlich auch das russische Stalingrad auf dem Reiseplan. Um eine von den Deutschen besetzte Kirche einzunehmen, müsst ihr euch durch wahre Hundertschaften von Gegnern kämpfen. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Schwierigkeitsgrad zieht gerade in den späteren Missionen deutlich an. Die letzten Einsätze führen euch schließlich in die verschneiten Ardennen in Belgien. Hier sind nochmal eure ganzen Schlachtfeldfähigkeiten gefragt. Dauerhaft nachrückende Stahlhelme, mächtige Panzer und hinterhältige Verstecke eurer Feinde machen euch das Leben schwer. Insgesamt erreicht auch European Assault nicht mehr die Klasse der ersten Medal of Honor Episoden, bedeutend besser als das völlig vergurkte Rising Sun ist es aber allemal. Vielleicht berappelt sich EA ja wieder.